Hallo meine Freunde und herzlich willkommen. Ich darf euch einladen und zwar zu einem turbo-ramontischen Super-Late-Night-Abend-Video oder so ähnlich. Ja, die Patch Notes 10.1 sind da, aber noch eine kleine Anekdote mit auf dem Weg gegeben. Kennt ihr dieses Gefühl, wenn ihr richtig krass Bock auf Pizza habt? Und ich hatte dieses Gefühl. Schon vorgestern, schon gestern und heute dachte ich mir, okay, finally I will do it. Ich werde meinen inneren Schweinehund besiegen und mir eine Pizza gönnen. Und ich habe, dann bin ich auf eine Seite gegangen, die man kennt, sie liefert auch. Und habe gesagt, ich möchte diese Pizza kaufen. Ja, dann stand da erstmal so, hey, okay, kannst du haben? Zwei Stundis. Ich denke mir so, Brudi, was für zwei Stundis? Aber kurz darauf, ich dachte so, ja, ist aber okay, ne? Ich warte, ich bin ein wartender Mensch, ich warte. Aber kurz darauf steht dann, your order was cancelled. Und ich denke mir so, was zur... Aber nun gut, lassen wir unsere Wut, kompensieren sie und entfalten sie. Patch 10.1, Leute, das heißt, sie will wie die neue Season 10, nämlich Season 10 ist am Start und das ist, ja, verrückt. Eine neue Season, neue Placement Games, wo jeder seine Nerven verlieren wird, jeder wird tilten und das Ganze. Zed wird dazukommen, aber Zed, ja, nichts verwechseln mit Zed, sondern Zed, the Boss. Habt diesen Champion schon gespielt, ist cool, kann man auf jeden Fall sagen, allerdings, also mein Typ ist er überhaupt nicht. Also ich meine, ich bin ja no homo, aber ich meine von wegen, so, er ist halt so total unmobil, so total Darius-mäßig und so Champions brauche ich nicht. Ich persönlich nicht, aber seine W, der Power-Turbo-Kick-Schlag ist schon cool, muss ich sagen. Aphelios habe ich noch nicht so viel von gesehen. Achso, einige Leute fragen sich, die haben so Karten, ihr kriegt so Karten. Wenn ihr in 10 Games First Blood bekommt, dann bekommt ihr so eine Z-Karte. Und die kann man gegen irgendwas eintauschen. Oder gegen den Champion. Irgendwie sowas. Ja. Auf jeden Fall, Aphelios. Aphelios wird etwas genervt. Ich habe den Champion so gut wie noch gar nicht gesehen, actually. Wirklich, noch fast gar nicht. Es gibt einige Leute, die ihn sehr, sehr gut beherrschen. Es gibt einige, die, ja, die sind ein bisschen am Enden. Er hat jetzt weniger Movement Speed, 30 weniger AP. Das tut auf jeden Fall weh. Und seine Ult macht auf Feuer basierend weniger Schaden an Secondary Targets. Und zwar nur noch 75 statt 100. Aurelion Sol's Early Game ist zu stark, deswegen wird es etwas genervt. Late Game soll aber bleiben. Im Early Game hat er wirklich super viel Power, wird ja auch neuerdings mit Electrocute gespielt. Aber ist das denn... Ich meine, Zed tötet dich auch im Early Game. Ist das schlimm? Nee. Warum darf Graves seine Zigarette haben, aber Aurelion nicht? Man weiß es nicht. Asia, seine Wall hält 2 Sekunden länger und macht etwas mehr Schaden. Also etwas ist wirklich etwas. Also auf Stufe 11, ne, es ist ordentlich, aber ansonsten nur 25... ich hätte persönlich hier auch eine 200 gesehen, Leute. Hättet ihr mich gewählt, hätte ich mich für 200 eingesetzt. Aber es ist, wie es ist. 5 Sekunden ist cool, aber... Ja, ich weiß nicht. Leute, die meisten Champions können mittlerweile dashen, springen und springen da eh irgendwie drüber weg. Aber es ist nett. Aber was ist schon nett, Leute? Stellt euch vor, ihr habt den übelsten Schwarm. Also nicht einen Schwarm, sondern einen Schwarm. Also kein Bienenschwarm, sondern jemand, auf den ihr steht. So. Also metaphorisch gesehen und nicht physikalisch. Das heißt, ihr steht voll auf diese Person und sie sagt, du bist ganz nett. Diese Änderungen hier sind ganz nett. Nun gut. Corki böllert mehr mit seiner Ult, macht ein bisschen mehr Schaden im Late Game. Jax, sein R funktioniert jetzt auch mit Ginsus, das war wohl vorher nicht so. Shockblast macht mehr Schaden im Late Game, im Early Game bleibt es gleich. Kalista hat jetzt ein bisschen mehr HP per Level, das ist auf jeden Fall nett, ne, das sind 11 HP, das Ganze mal 17 gerechnet sind, ja, 177, ne, keine Ahnung, ach, scheiß drauf, ist egal, Mathe, ich hasse Mathe. So, Armor Growth kriegst auch mehr dazu, Kassadin hat jetzt weniger Movement Speed, Kog'Maw, das ist uninteressant, Mordekaiser hat etwas weniger Duration auf seiner Passive und er bekommt deutlich weniger Movement Speed. Das heißt, vorher konnte das Ganze scalen auf 3, 6, 9%, jetzt bleibt es immer auf 3%. Denn gerade mit Rylaze hast du übelste Probleme, vor Mordekaiser wegzukommen und das soll damit etwas gelindert werden. Namis Tidecaller funktioniert jetzt so, dass es auch Zauber und nicht nur Basic Attacks verstärkt. Na, wenn ihr einen AOE-Zauber macht, macht es allerdings weniger Schaden, ne? Es wäre ein bisschen broken sonst. Ansonsten, Sejuani wird mal wieder gebufft. Darüber hatte ich mich ja schon mal in dem PBE-Video ein bisschen ausgelassen, dass das möglicherweise harsch werden könnte, weil, ja, so ihre Passive gibt ihr jetzt mehr Resistenzen, also es scaled besser mit den Resistenzen und ihr Permafrost macht 40 mehr Schaden. Riot-Praktikant, wirklich 40? Kennt ihr das, wenn jemand ein Eis auf euch wirft und ihr einfach sterbt? Das ist, also ich kenn's nicht, aber
Das ist einfach hier das Teil. 40, hätten wir nicht erstmal 20 machen können oder 25 oder 10? 40, wirklich? Naja. Shyvana kriegt jetzt auch von Elder Dragon Rüstung. Das ist nett. Kann man machen. Und sie ist ihre Ultscaled mit Cloud Drake. Das heißt, ne, das ist auf jeden Fall wichtig, ne, dass sie auch mal vom Cloud Drake profitiert. Allerdings möchte ich Nimbus an dieser Stelle wieder zurückhaben. Sorry. Flame Breath macht mehr Schaden. Das hier ist actually super strong. Macht jetzt 3,75 pro Auto-Tag. Q sind zum Beispiel 2 Auto-Tags. Das heißt, durch diesen Buff macht ihr durch eine Q einfach direkt schon 1% mehr Schaden. Das klingt nicht viel, aber Max Life Damage, das ist krass. Nur durch eine Q. Wenn ihr Auto-Tag Q macht, bam, dann sind schon 1,5. Auto-Tag Q, Auto-Tag sind schon 2%. Boom! Und Prozent, ne? 2% bei jemandem, der 12.000 AP hat, ist 1.000 Millionen. Ja, und das Ganze funktioniert auch besser gegen Monster. Das heißt, Dragons werden richtig geböllert. Geböllert und geböllert. Silas-Änderung habe ich ja schon mal ein bisschen vorgestellt. Bei ihm ist im Prinzip so, dass man ihn einfach nicht gebalanced kriegt, ja. Man kriegt ihn nicht gebalanced und um ihn jetzt zu balancen, soll er mehr sein wie Echo oder Fizz. Das bedeutet, er ist in der Lane deutlich schwächer. Er hat weniger AP, er hat weniger Armor, er hat weniger Magieresistenz, bekommt aber mehr dazu pro Level. Das heißt, ganz am Anfang, wenn er auf der Lane steht, dann müsst ihr ihm, dann nehmt ihr eure Faust in die Hand und dann rein da. Dann könnt ihr ihn töten. Ihr müsst ihn früh kaputt machen. Genauso wie so ein Fizz. Fizz auf 1, 2, 3, 4, kannst du 5. Kannst richtig umballern ab Level 6. Irgendwann ist vorbei. Und so ist es mit Silas. Das heißt, wenn der Typ scaled jetzt wie bis zum Mond. Der scaled richtig. Vor allem, wenn sie uns seine Spells jetzt angucken. Das heißt, seine Passive macht etwas mehr Schaden. Hat eigentlich weniger Range. Das hier ist eigentlich uninteressant. Er hat ein bisschen mehr Attack-Speed. Executed Minions, wenn die 25 HP haben. Das Interessante kommt jetzt nämlich. Erstmal wird der Q-Damage etwas geschiftet. Das heißt, die erste Q macht weniger, die zweite macht mehr. Das heißt, es ist deutlich wichtiger, die zweite Q zu treffen. Macht auch weniger Damage an Minions. Und kann nicht mehr in der E gecastet werden. Ich wusste gar nicht, dass das geht. Anscheinend kann man E und Q gleichzeitig casten. Das geht nicht mehr. Das heißt, dass der Gegner gestunt und die Q auf den Kopf bekommt. Ist ja auch unfair. Und es laut nicht mehr. Weiter geht's mit dem Kingslayer. Der Kingslayer macht jetzt quasi ein bisschen mehr Damage. Denn das hat ein besseres Scaling von 0,85 jetzt. Das ist schon auf jeden Fall ordentlich. Ist kein Attack-Reset mehr, Cooldown wird ein bisschen verändert. Das Interessante ist jetzt aber auch nochmal, dass der Bonus-Damage gegen Low-Targets nicht mehr da ist. Der wurde komplett entfernt. Und der Heal scaled jetzt. Und meine Freunde und Freundinnen, ich finde, der Heal ist ein riesiges Problem. Vorher ist es nämlich so, Heals 75%, wenn er unter 40% ist. Und jetzt scaled das Ganze. Das heißt, je weniger HP er hat, umso mehr Heal bekommt er. Und das Ganze geht bis zu 100% hoch. Bei 40% Health. Und ich möchte hier tatsächlich, ich plädiere auf Quatsch. Und 5 Jahre Bewährung. Ne, machen wir direkt Häftlingsstrafe. Also das Ding ist, der Damage wurde reduziert, der Heal wurde verstärkt. Und die Kosten allerdings auch extrem angehoben. Das finde ich zwar einerseits gut, dass man sagt, hey, du kannst den Scheiß nicht spammen. Wenn du dich healen möchtest, dann musst du richtig viel Mana dafür auf den Tisch blättern. Finde ich, ist eine coole Message. Problem hierbei ist, ich glaube, meiner Meinung nach, wenn man mir gesagt hätte, hey Tobi, du kandidierst ja jetzt, wie möchtest du Silas balancen? Mach dem übel viel Damage, den Brudi, mach aber den Heal komplett weg. Warum darf der sich heilen? Warum darf sich Silas heilen? Wie heilt sich Fizz? Wie heilt sich Zed? Akali kann sich auch nicht mehr heilen. Wie heilt sich Akali? Talon kann sich ein bisschen heilen, aber lassen wir den mal raus. Warum muss der sich heilen können? Ich meine, wir sind uns, glaube ich, doch alle einig, dass der Heal von Silas das Schlimmste ist, was es gibt. Du tradest den Boy, du machst einen richtig guten Trade, er drückt W und ist wieder Full Life. Der Typ ist kurz vorm Sterben, er drückt W, auf einmal hat er 50%, das ist wie Klett, der auf einmal aufmountet und Full Life ist. Das ist dieser, der Heal ist der legit, meiner Meinung nach, der einzige Grund, was ihn so richtig unfair macht. Immerhin kostet das Ding jetzt halt sau viel Mana. Gut, seine E, Leute, Brudis und Brudinin, das Teil gibt jetzt kein Shield mehr, hat weniger Cooldown und ganz, ganz wichtig, Leute, also es gibt kein Shield mehr, aber das Ding ist jetzt eine Turbo-Atombombengranate. Der Schaden wurde von 130 auf 280 angehoben und das ging von 0,2 auf 1,0. Werdet ihr von einer Kette getroffen, dann seid ihr tot. Ja? Never get hit by Kette. Diese Kette 300 Schaden fast mit einem 1,0er AP. Das ist. Leute, da bin ich raus. Da bin ich komplett raus. Das ist one-shotted by one-shot. Komplett retarded. Na gut.
und auch noch keine Auto-Attack-Reset mehr auf der R. Weiter geht's mit Varus. Varus hat ein bisschen weniger Cooldown auf seiner Q, weil kann nicht mehr unterbrochen werden. Zyra slowt jetzt, beziehungsweise slowt weniger mit einer Pflanze, kann aber zweimal stacken. Werdet ihr von zwei Pflanzen getroffen, braucht ihr euch gar nicht mehr bewegen. 50% ist schon ordentlich. Alle Support-Items geben euch jetzt Stats, das heißt, sie geben Base, Health Regen oder auch Mana Regen, was ein Giga-Bonus ist, weil das einfach so ist. Und Prototype Omnistone wird richtig angehoben. Prototype Omnistone hat nämlich jetzt nur noch einen Cooldown von 3 Sekunden. Später hat es vorher auch, aber im Early Game 5 Sekunden. Das heißt, ihr könnt im Early Game richtig viele Runen benutzen. Das könnte irgendwann, wenn die so weitermachen, echt richtig, richtig stark werden. Also muss man echt mal sagen. Ja, weiter geht es mit den TFT-Notes, meine Freunde. Ich bin aktuell sehr, sehr viel am TFT-Spielen. Ich climbe ein bisschen. Ich bin Gold 1 geclimbed jetzt. Ja, ich bin auf dem Weg. Ich habe also etwas Ahnung, aber bin kein Turbolord. Aber hier, ich abuse nicht. Aber ich weiß, was ungefähr Sache ist. Erstmal kommen zwei neue Sachen dazu, und zwar Leona und Karma. Das ist so, dass Leonas Eingold-Unit mit Warden, sie kriegt so eine, sie kann sich selber barrierisieren, dadurch kriegt sie weniger Schaden. Und Karma ist T3, ist auch Mystic, das heißt Markierer's Tense. Und bei ihr ist das Interessante, du kannst sie neben eine Person stellen. Und sie wird dann, wahrscheinlich wenn sie volles Mana hat, diese Person shielden und sie kriegt 60, 70, 80% Attack Speed. Das ist richtig krass. Vor allem finde ich das mit Mystic sehr gut, weil du hast nicht so viele Möglichkeiten, gerade auf Mystic zu gehen. Du hast so ein paar, aber die sind auch sehr teuer. Nami ist sehr teuer, Marcy ist sehr teuer. Das heißt, du hast nur noch Soraka, glaube ich, und irgendwer anders noch. Keine Ahnung, Soraka und... Ach, weiß ich nicht. Auf jeden Fall hast du jetzt noch eine Karma, das heißt, du hast ein bisschen mehr Möglichkeiten. Es gibt jetzt auch einen Luna-Trade, das werden wahrscheinlich die beiden sein. Alle 7 Sekunden bekommt ihr 15% Critical Strike Chance, Critical Strike Damage und 10% Spell Power dazu. Ich muss sagen, alle 7 Sekunden klingt sehr wenig. Aber dafür das ganze Team. Also ich meine sehr wenig im Sinne von... Ist ein bisschen schlecht, wollte ich damit sagen. 7 Sekunden ist dauert im Early Game cool, aber im Late Game habe ich das Gefühl, sind die meisten Kämpfe nach so 10 Sekunden vorbei. Das heißt, einmal wird's procken, aber und dann ist auch die Hälfte von deinem Team schon tot. Das heißt, die meisten werden nicht davon profitieren. Muss man mal gucken. Könnte gut sein, muss man mal gucken. Ja, neue Items, Leute. Es werden beziehungsweise einige Items ersetzt. Der Repeating Crossbow, der ist ja eher so sehr, sehr random, wird jetzt durch Last Whisper ersetzt. Das bedeutet, gleicher Bildweg, wenn ihr crittet, dann wird die Armor das Ziel zum 90% reduziert. Ist sehr, sehr stark gegen Warden auf jeden Fall. Wenn jemand Full Warden spielt, Abfahrt. Titans Resolve. Titans Resolve ist der neue Phantom Dancer. Dieses Ding macht, wenn ihr Damage bekommt oder ein Critical Strike macht, dann kriegt ihr 2% Stacking Damage. Das heißt, das stackt sich bis 100% hoch. Ist ziemlich krass und ab 25 Stacks bekommt ihr 25 Armor und Magieresistance und werdet etwas größer. Klingt auf jeden Fall cool, bin mir noch nicht sicher. Ich denke, so ein Nasus könnte richtig krass darauf sein. Ne, weil wir haben halt Rüstung und Attack Speed. Aber er kriegt ja die ganze auf die Fresse, kriegt er mehr Armor und macht, der macht übel Damage. Vielleicht auch Braum, aber Braum prügelt jetzt halt nicht so raus, aber hm. Bramble Vest, meine Freunde, ist jetzt neu ersetzt die Thornmail. Finde ich sehr, sehr schade. Funktioniert im Prinzip ähnlich, allerdings wird der Bonus Damage von Crits quasi negiert. Und wenn ihr getroffen werdet, dann wird Magic Damage on being hit by a basic attack deal Magic Damage drumherum. Ja, das heißt, es wird drumherum verteilt. Und ich fand die Stärke an Thornmail, das hat mich aber auch immer ein bisschen getiltet, war genau, dass man die Personen, die ganz hinten stehen, tötet. Ne, die Ashe, den Twitch oder keine Ahnung, irgendwas, was halt Fernkampf, die Sivir, richtig krass auf dich einböllert. Die sind daran ein bisschen gestorben. Vielleicht war es auch deswegen der Grund. Klingt aber sehr stark. Für einen Basic Attack kriegst du 80 Damage einfach. Bruder, das ist übel viel. Ja, heilige. Frozen Heart. Frozen Heart ist jetzt stärker, stackt sich dadurch allerdings nicht, außer wenn ihr mehrere drauf macht, dann wird der Radius höher, aber nicht der Effekt. Iceborne Gauntlet ist jetzt so, dass wenn ihr einen Spell castet, dann wird das Ziel komplett eingefroren für 1,5 Sekunden. Bin mir nicht ganz sicher, wie interessant das ist. Ionic Spark funktioniert jetzt so, dass es nur noch 3 Hexes um das Ziel herum ist. Dafür allerdings 200% vom Max Mana an Damage. Das ist, glaube ich, ein Nerf gegen Zed, denn wenn Zed Ionic Spark hat und sich 12-mal verteilt, dann ist es ziemlich unfair und broken, muss man sagen. Quicksilver Sash macht jetzt komplett die Einheit immun gegen Crowd Control und nicht nur, wenn das Schild da ist. Sehr, sehr strong. Das hier könnte, wenn ihr einen Turbo Carry habt, so Master Yi-mäßig, Turbo Strong.
Locket of the Iron Solari scaled jetzt. Und zwar scaled es nämlich mit dem Level, das ist jetzt ein bisschen mit eingeführt worden mit diesem Patch, der Einheiten. Das heißt, es gibt nicht 300, sondern auf einer Stufe 1 Einheit 250, Stufe 2 Einheit 275 und Stufe 3 300. Das heißt, erst wenn die Einheit Gold ist, kriegt ihr ein 300er Schild. Das ist dafür da, damit ihr im Early Game dieses Iron of the Solari nicht so krass abusen könnt. Deutlich schwächer als im Early Game. Lund's Echo, dasselbe, macht jetzt auch Scaling Damage, dasselbe auch bei Static Shift. Hier ist allerdings nicht der Damage, der wurde reduziert, sondern die Ziele, die werden auf 3, 4, 5 erhöht. Hush hat jetzt nochmal 20%, Hush ist das Silence-Item und Red Buff wurde um 2% genervt, weiß jetzt nicht, was da der Grund ist. Trades, meine Freunde. Druiden heilen sich etwas besser, Light wird angehoben, vor allem ab Stufe, wenn ihr 6 habt und das hier sind, glaube ich, 9. Ocean wurde auf Stufe 1 genervt, die hat man auch eigentlich immer zusammen gehabt, den ersten. Und Shadow wurde gebufft, ich spiele sehr, sehr viel Shadow, mich freut das. Das finde ich cool. Einige Einheiten wurden auch noch geändert, und zwar ist es so, dass Vayne jetzt mehr Schaden macht, etwas mehr AP hat. Hier hätten sie vielleicht mal ändern sollen, dass Vayne nicht Selbstmord gestört immer in die Gegner reinrollt. Warwick macht ein bisschen mehr Damage. Auf T2 ist Jax verbessert worden, Malzahn macht mehr Schaden, Nico braucht weniger Mana, Senna wurde verbessert und Varus wurde auch verstärkt. Syndra braucht weniger Mana, das sieht sehr, sehr stark aus, 65 Mana nur noch. Syndra, na, muss man im Auge behalten. Aatrox macht deutlich mehr Schaden, muss man jetzt auf jeden Fall sagen. Azir macht mehr Schaden. Ich finde Azir sowieso schon zu stark. Und jetzt hier bin ich etwas enttäuscht, Leute. Nocturne wird um 0,05 Attack Speed genervt und um 5 Attack Damage. Damit können wir uns einig sein, dass der die Patchdowns macht, Nocturne-Spieler ist, Blender-Spieler. Blender ist gerade die Combo, die absolut broken ist. Jeder spielt Blender, Blender ist total stupid. Und das hier ist bei far zu wenig, wenn wir ehrlich sind. Das hier ist bei far zu wenig. Also klar, Sivir wurde ein bisschen genervt, weil unten, hier kommt gleich nochmal, hier ist Sivir. Die Ability Duration ist jetzt schwächer und Hush wurde genervt, aber ich weiß nicht. Na, Qiyana wird auch nochmal etwas genervt. Qiyana wird auch oft mit Nocturne zusammengespielt. Also man hat hier und da schon ein paar Sachen, aber überzeugend bin ich nicht. Oder bin ich nicht. Skarne wurde auch etwas gebufft, by the way. Wichtige Sachen sind noch, Annie macht mehr Schaden, Twitch macht mehr Schaden. Amumu ist jetzt schwächer auf Stufe 1. Stunt nicht mehr so lange. Auf Stufe 3 einfach 5 Sekunden GG ist jetzt neu. Und macht weniger Schaden. 1337 auf Stufe 3. Ja, GG. Und er hat auch weniger, beziehungsweise er hat mehr Starting Mana, braucht aber mehr Mana. Das heißt, er braucht dasselbe Mana, immer noch für Minimum 70. Aber sobald er einmal gecastet hat, brauchst du natürlich dann 150. Die Chance, also zweimal zu holen, ist sehr, sehr gering. Master Yi wurde gebufft, ich bin Master Yi-Spieler, zumindest in TFT, das ist sehr, sehr cool und Nami wurde genervt. So, das war's mit den Patch Notes, ich hoffe, es hat euch gefallen, ich wünsche euch einen wunderschönen Abend, vielen Dank fürs Zuschauen, auf Wiedersehen, goodbye und bis morgen 15 Uhr. Miau, 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 habt euch lieb, euch, miau.